Ja, Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, ich hoffe, dass wir dann jetzt von der Skandalisierungsrhetorik auch wieder auf die Sachebene zurückkommen können und zum eigentlichen Thema der Aktuellen Stunde, die ja von der CDU angemeldet wurde. Und ich würde gerne mit einer persönlichen Bemerkung beginnen, weil ja hier immer alle von Herrn Laschet bis Herrn Jäger und alle Redner vor mir haben das gesagt, die haben alle die Gewalt gegen Frauen und Kinder verurteilt. Und dem schließe ich mich natürlich an. Ich will hier aber auch gerne sagen als Frau, dass ich auch Gewalt gegen Männer im Übrigen nicht in Ordnung finde und dass ich gehört habe, dass es auch bei den Ultras im Übrigen Frauen geben soll. Also insofern ist es mir noch mal wichtig, das hier klarzustellen. Aber es gibt ja eine gute Nachricht, und zwar der Anteil der Gewalttäter in Bezug auf die Gesamtbesucherzahl bei Fußballspielen liegt da bei einem sehr geringen Anteil, bei unter 1%. Und ich glaube, es wird dem Fußball und den Fans insgesamt nicht gerecht, wenn man so tut, dass der Besuch im Stadion ein Risiko und eine Gefahr sei. Im Gegenteil, unterm Strich ist es in den NRW-Stadien und auch auf der An- und Abreise, wo die Polizei in Nordrhein-Westfalen jetzt zuständig ist, ist es sicher. Und das ist auch ein Verdienst der nordrhein-westfälischen Polizei und der Lürb. Ich finde schon, Sie haben zumindest im Ausschuss Schelte an der Polizei betrieben. Das ist hier nicht angebracht. Wir sind es der Polizei zu verdanken, dass wir hier sichere Spiele immer wieder erleben. Und klar ist auch, ja, wir haben eine hohe Einsatzbelastung bei der Bereitschaftspolizei durch diese Fußballspiele. Das war ja auch ein Ansatz. Das war, Entschuldigung, bitte was? Naja, also Entschuldigung, ja, natürlich ist es möglich, in einem demokratischen Rechtsstaat Fragen in Richtung Polizei zu stellen. Und deshalb ist es natürlich auch, ja, und natürlich darf auch die FDP und dürfen andere Fraktionen auch Fragen im Ausschuss stellen. Und es ist ja auch berechtigt, auch Fragen zu dem Spiel RB Leipzig und Borussia Dortmund zu stellen. Nur muss man auch klar sagen, bei diesem Spiel, wo es diese Gewaltausbrüche gegeben hat, hat es einen höheren Kräfteeinsatz von Polizei gegeben. Jetzt weiß ich nicht, was die Aufregung hier begründet. Frau Kollegin, ich möchte mal kurz die Sitzung unterbrechen. Da oben werden gerade Filmaufnahmen gemacht. Ich möchte, dass Sie in die Bucht zurückkehren, sich nicht mit der Kamera oben auf der Tribüne frei bewegen. Wir haben da ganz klare Vorgaben, was die Berichterstattung im Landtag angeht und weder die Arbeiten einzustellen oder sich in die Bucht zu begeben. Vielen Dank. Und Frau Kollegin, Sie können mit Ihrer Rede fortfahren. Ich glaube, die Aufnahmen sind eingestellt worden. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich versuche es noch mal zum Thema zurückzukehren. Und es ist das Thema Gewalt bei Fußballspielen. Und ich will noch mal darauf hinweisen, welche hohe Arbeitsbelastung die Polizei in Bezug auf Fußballspiele hat und hatte. Und das war ja ein Grund, warum das Innenministerium das Einsatzkonzept zur lageangepassten Reduzierung der polizeilichen Präsenz bei Fußballspielen gemacht hat. Dieses Konzept halten wir nach wie vor für richtig, weil es eben auch die Vereine und die Fans in die Verantwortung nimmt. Und darum muss es doch gehen. Und die verschiedenen Berichte, die wir im Innenausschuss hatten und die uns vorliegen, und auch der aktuelle CIS-Bericht zeigt ja, dass es einen Rückgang der Anzahl verletzter Personen gegeben hat, dass es weniger eingeleitete Strafverfahren gibt, dass es eine geringere Einsatzbelastung der Polizei gibt. Das heißt, dieses Konzept ist erfolgreich und ist richtig. Und ja, das hatte ich gerade schon gesagt, natürlich sind Fragen nach ausreichender Polizeipräsenz bei den letzten Spielen berechtigt. Aber, Herr Lübcke, dann hinzugehen und zu sagen, Mut zur Lücke, die Polizei würde hier Mut zur Lücke zeigen, und das haben Sie ja im Ausschuss so gesagt, das ist aus meiner Sicht populistisch und das ist auch nicht den Tatsachen angemessen, denn bei diesem Spiel RB Leipzig, Borussia Dortmund ist mehr Polizei eingesetzt worden. Und ich will auch noch mal darauf hinweisen, dass dieser Gewaltausbruch, so bedauerlich er ist und so falsch er ist, dieser Gewaltausbruch war innerhalb von 10 Minuten auch wieder unter Kontrolle gebracht. Und ich würde so weit gehen und behaupten, dass selbst wenn Sie mehr Polizei einsetzen, Sie werden es nie komplett verhindern, dass es zu Gewaltausbrüchen kommen kann. Und insofern ist Ihr Schluss, den Sie hier immer ziehen, falsch. Hier ist mehr Polizei eingesetzt worden, und das war auch richtig so. Und dass Sie dann hingehen und in Ihrer Aktuellen Stunde schreiben, dass das MIG die Fangewalt unterschätzen würde und dass Rot-Grün keine Gegenmaßnahmen ergreifen würde, das ist einfach schlicht falsch. Das hat die Debatte im Innenausschuss und die Beantwortung der Fragen gezeigt. Und deshalb gibt es aus meiner Sicht eigentlich auch keinen Grund für diese Aktuelle Stunde und diese Aufregung. Herzlichen Dank.